schnelle Zeit, 57,89 Sekunden, jedoch durch den Hindernisräder in Sprung 6 verbleiben nur 59 Punkte. Noch 12 Teilnehmer im Rudolf Weg Gedächtnisspringen. Geritten um Geld- und Ehrenpreis der Frau Elisabeth Rick aus Günzburg sowie der Schlossbrauerei aus Rothenried. Es ist Stefanie Braun als nächster Teilnehmer am Start mit seinem Pferd Castor auf Nummer 166. Mit ihrem ersten Pferd hat sie schon die schnellste Zeit erritten. Sie hat es nochmal toppen können. Ebenfalls Höchstpunktzahl 65 Punkte. Neue Bestzeit bisher 55,97 Sekunden für Stefanie Braun und Castor. Natalie Steinhauser vom Reitverein Solmingen.